Moin, ich bin Arne, 26 Jahre alt und studiere Informatik an der Uni Kiel. Ich habe bereits eine Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen. Moin, mein Name ist Jonathan Weingang, ich bin auch 26 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich auf einem Milchviehbetrieb, habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und anschließend Landwirtschaft studiert. Hi, ich bin Frederik, 29, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und anschließend, so wie Joni, Landwirtschaft studiert. Gemeinsam sind wir Kudo und wollen die Milchpreissicherung mit unserer Web-App für Landwirte vereinfachen. Warum machen wir das? Weil die Milchpreise seit 2007 stark schwanken. Die Herausforderung der Milcherzeuger in der Zukunft ist es, einen stabilen, nachhaltigen Betrieb aufzustellen. Milchpreise kann man bereits heute über die Warenterminbörse für die Zukunft absichern, jedoch ist dies zeitaufwendig und schwierig. Wie stellen wir uns das vor? Unsere Kudo Web-App bündelt die wichtigsten Börsen- und Betriebsdaten und stellt diese einfach und kompakt dar. Mit den automatisierten Benachrichtigungen erhält der Landwirt bei starken Marktveränderungen zusätzliche Informationen zu seinen Absicherungsmöglichkeiten. Somit kommt der Landwirt für das komplexe Thema Milchpreissicherung mit wenigen Minuten am Tag aus. Was bedeutet das für die Zukunft? Es wird nicht mehr wichtig sein, kurzfristig den höchsten Milchpreis zu erhalten, sondern die nächste Hochpreisphase geplant zu erreichen. Was bedeutet eigentlich Kudo? Kudo kommt von der Milchkuh und dem englischen To-Do. Warum To-Do? To-Do heißt anpacken. Hier also auch den Milchpreis anpacken und für die Zukunft stabilisieren.